Nach der Blamage im DFB-Pokal war auf jeden Fall eins sicher, das darf nicht mehr passieren. Deshalb gibt's heute das Topspiel beim HSV. Und wer ist denn eigentlich schon wieder Torschützenkönig aktuell bei uns? Alles Weitere in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, Ladies. Ladies und vor allem werte Ladies, ich heiße euch herzlich willkommen zurück in der Alemannia Aachen Karriere. Es ist die zweite Folge in der zweiten Liga und Freunde, was haben wir bis jetzt schon wieder hier erlebt? Es läuft wirklich absolut gigantisch, denn in der zweiten Liga, wo wir den kompletten Durchmarsch aus der Regionalliga inzwischen in die zweite geschafft haben, wir haben 3 Spiele, wir haben 9 Punkte. Jetzt gerade sind wir Dritter, weil die anderen schon gespielt haben. Aber wir werden gleich den 4. Spieltag gegen Würzburg haben. Wir sind momentan ganz, ganz oben dabei. So, und das hier ist die Mannschaft, die dafür verantwortlich ist. Jan Bartels am Anfang aus Mannheim geholt. Dennis Dressel von 1860. Finn Ole Becker von St. Pauli. Svensson haben wir uns geholt. Vincent Bösen von Anfang an dabei. Aus der eigenen Jugendschule Dominik Auer. Ein eigenes Talent, was von uns gescoutet wurde. Absolut mit Vereinsgeschichte. Bella Kotschap, Panzo und Birindelli sind neu dazugekommen diese Saison. Ja, und da lief es eigentlich am Anfang relativ gut. Denn wir haben im Live-Spiel haben wir den 1. FC Kaiserslautern am ersten Spieltag 4-3 geschlagen. Wir konnten ein 1-0 in Karlsruhe verbuchen. Wir haben zu Hause KFC Uerdingen 1-0 geschlagen. Ja, und dann kam der Drittligist aus Ingolstadt und hat einfach mal meinen müssen, uns 5-0 in der Simulation vom Platz zu schießen. Ich kann euch immer noch nicht sagen, wie das möglich ist. Auf jeden Fall, es ist passiert und ich habe auf jeden Fall keine Antwort darauf. Ich meine, gut, dann können wir uns heute zumindest auf die nächsten Spiele konzentrieren. Wie gesagt, heute steht das Spiel auswärts bei den Würzburger Kickers an, das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Das Spiel auswärts beim HSV. Ihr konntet übrigens wieder abstimmen, welches Game selber gezockt werden soll und ihr habt euch für das Spiel gegen den HSV entschieden. Ich denke mal, wenn es gut läuft von der Zeit her, nehmen wir noch das Spiel gegen Aue und gegen Darmstadt auch noch mit. So, und wenn wir schon über die letzte Folge reden, dann auf jeden Fall auch heute wieder. Vielen, vielen Dank für euren kompletten Support von der letzten Folge. Ihr habt fleißig Kommentare geschrieben, da werde ich jetzt gleich drauf eingehen, aber ihr habt mal wieder eine absolut positive Bewertung rausgehauen. Vielen, vielen Dank an alle, die diese Karriere supporten und die das Ganze mitverfolgen. Natürlich würde ich mich auch heute wieder über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar zur Kaderplanung. Schreibt Spielervorschläge, wenn ihr Bock habt. Ich scoute die zwischendurch immer mal wieder. Und mit Abonnieren und der Glocke kein Video verpassen. Ihr seid fast 1000 Leute, Gentlemen. Kuss, Kuss, Ladies. Vielen Dank dafür. Ja, womit fangen wir denn heute an? Ich würde sagen, wir fangen heute mit dem Kommentar von Matthias an. Der hatte nämlich wegen meinen Nachwuchstalenten nochmal geschrieben gehabt, wegen Johannes Lorenz. Ich soll doch mal nachgucken, was der für Schussstats hat, ob man den eventuell als Stürmer brauchen kann. Man weiß ja nie. Aber Matthias, da kann ich dir die Hoffnung nehmen, weil 40 Schuss, das kannst du voll vergessen. Ne? Also auch wenn wir hier Entwicklungsplan auch gleichzeitig hier mal gucken, ich kann dir das ja mal zeigen. Also zum Stürmer braucht er ungelogen 129 Wochen. Ja, dementsprechend bis dahin sind wir, glaube ich, schon in der Champions League, wenn das so weitergeht. So, und dann last but not least, was das Thema Spielervorschläge vorgeht. Da habe ich heute 2 Stück erhalten, die in der letzten Folge gepostet wurden. Und zwar ist das auf der einen Seite Nikolai Baden-Frederiksen. Den habe ich noch nie gescoutet, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Spielt übrigens bei Juventus. Das ist mal ganz interessant. Und der zweite ist Diego Valencia. Die sind also beide 22 Jahre alt. Mal gucken, ob ich da einen von beiden gebrauchen kann. Das sieht jetzt erstmal nicht verkehrt aus. Ich habe da natürlich einen Scouting-Bericht drauf. Gehen wir später in der Folge genauer drauf ein. So, und bevor wir jetzt loslegen, eine Info am Rande gibt es übrigens noch. Also wir könnten theoretisch sogar noch einen einzigen verkaufen oder ausleihen. Ich hatte ja eigentlich Horn auf der Leihliste, aber da kommen leider keine Angebote. Dementsprechend einen könnte man theoretisch noch abgeben. Mal gucken, Transferfenster ist noch 10 Tage auf. Schauen wir mal, was passiert. So, 2,3 Millionen in der Tasche. Das bedeutet, wir können loslegen. Und zwar starten wir heute gegen die Würzburger Kickers.
Ich kann dazu wirklich gar nichts sagen, bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ich weiß nur, dass mir diese Aufstellung nicht gefällt. Warum weiß ich nicht, aber ich habe gegen so eine Aufstellung habe ich auch schon ein paar Mal richtig auf den Sack gekriegt. Ich meine sogar gegen Ingolstadt auch, ich bin mir aber nicht so sicher. Gucken wir einfach mal. Vierter Spieltag in Würzburg. Achtung, Auswärtsspiel. 1-1. Ja, ist okay. Ja, also wenn ich mir die Tabelle angucke, wir sind punktgleich mit dem HSV. Das wird sogar gleich ein Spitzenspiel, wie ich gerade sehe. Okay. Na, das kann ja interessant werden. Jetzt müssen wir gleich gegen Holstein Kiel. Die sind Achter übrigens. Angesichts meiner Leistungen für die Mannschaft und der Gehälter der anderen Spieler sollte ich mehr verdienen. Erik Karl. Ich glaube, das können wir tatsächlich machen. Wir regeln das auf jeden Fall. Ja, gut, ich überlege gerade, was ich dem am Gehalt gebe. Der hat jetzt einen Vierjahresvertrag, beziehungsweise einen Fünfjahresvertrag ist das sogar, wenn ich gerade sehe. Er möchte nur 1,8 haben. Und Kollege, ich sage dir ganz ehrlich, das ist mir sogar zu wenig. Weil du bist einer der besten Männer bei uns im Kader. Dementsprechend, Kollege, ich gebe dir mal 2.000 obendrauf. Also, Erik Karl hat also ab sofort einen Fünfjahresvertrag. Ist übrigens schon 13 Millionen Euro wert. Also auch er hat ein Potenzial. Meine Güte, echt krass. So, also gut, bevor wir jetzt zum Topspiel kommen, haben wir noch ein Spiel offen. Und zwar ist das gegen Holstein Kiel. Ihr müsst dazu bedenken, ich habe mit den Jungs schon mal eine Sprint to Glory gemacht. Ich weiß, wie schwer die zu schlagen sind, ne? Gerade Fabian Reese auf der rechten Seite ist ganz, ganz gefährlich. Serra sowieso im Sturm, Meffert im ZDM. Ganz, ganz gute Leute dabei. Guck mal, wie es läuft. Also, Heimspiel am Tivoli gegen Kiel. Achtung, kommen Dreier jetzt. Boah, wieder 2-2. Aber ist okay. Ist okay, Svensson und Auer. 5 Spiele, 11 Punkte. Wir sind trotzdem gut dabei. Kiel ist halt wieder ziemlich rangekommen. So, das ist es halt. Aber wir werden gleich das Topspiel gegen den HSV haben. Und da wird sich schon mal entscheiden, wer in der Hinrunde schon mal einen kleinen Abstand behalten wird. Ich verstehe übrigens nicht, warum wir ein 58er Trainer-Rating haben. Also das muss ich auch nicht so ganz verstehen. So, Verträge laufen auch keine aus, aber es sieht auch stark danach aus, als würde hier kein Angebot mehr reinkommen. Also es wird wahrscheinlich so wie beim jetzigen Stand bleiben, mit 2 Neuzugängen. Und gleichzeitig, wir haben ja eigentlich gut Plus gemacht, so wenn wir ehrlich sind. Und vor allem, wir haben eine Top-Mannschaft. Ja, also es bleibt dabei. Das Transferfenster ist jetzt also geschlossen. Wir bleiben dabei, es ändert sich nichts mehr. Aber wie gesagt, ich rufe jetzt nochmal auf hier. Jungs, wenn ihr Bock habt, schreibt Kommentare, Kaderplanung, Vorschläge, wenn ihr möchtet, dass wir nächste Saison gleich weiter planen können. So, 3. September, ihr wisst, was das heißt, oder? Also, Scouting-Updates sind also jetzt am Start. Gucken wir mal, was Mahler heute zu bieten hat. Wir gehen in den ersten Scouting-Bericht rein. Martin Serre ist nix. Perrault ist nix. Was ist mit dir? Marseille auch nicht. Nee, da ist keiner was. Robert Nummer 2. Gucken wir mal. Jesse Kleunemanns, was ist mit dir? 500.000. Na, also, da haben wir doch einen. Den gucken wir uns gleich mal an. So, und das tapfere Schneiderlein Nummer 3 mit dem Scouting-Bericht aus Italien. Das sind zwei interessante dabei. Luca Mancini, oh, auf 400.000 muss ich mir auch mal angucken. Ivan Rossetti, 325.000. Ja, schauen wir uns auch mal an. Ja, und ich muss tatsächlich gestehen, wenn ich mir das jetzt so angucke, 55er Rating. Das ist mir echt zu wenig, also tut mir echt leid. Luca Mancini kann also hiermit weg, Rossetti kann weg und auch Säulemans kann also auch weg. 55er Rating, damit können wir halt nichts anfangen, das ist so das Problem. Wir müssen halt ein bisschen höhere Ansprüche setzen inzwischen. Ach und guck mal, da tun wir ein paar Tage vorspulen und dann Daniel Steiner möchte seinen Vertrag auflösen. Okay, alles klar. Daniel Steiner, das ist ein 60er linker Flügel, beziehungsweise ein Stürmer ist das. Okay, ja, mal gucken, ob wir den eventuell ausleihen können. Eventuell den tun wir mal zum Profi befördern. Wobei, wenn ich sogar ehrlich bin, ich glaube, ich lasse den sogar erstmal drinne, weil ich habe nämlich gar kein Ersatz-LF, sehe ich gerade. Weil nämlich Alexander Weiß, der ist ja verliehen an Rode AF.
Und dementsprechend, dann haben wir einen ersatzlinken Flügel. Dann hat sich das Thema nämlich fürs erste Mal erledigt. Und mittrainiert werden die trotzdem, weil wenn der Kader sehr, sehr klein ist, kommt der automatische Trainer gar nicht anders drumherum. Also auch die werden gleichzeitig mittrainiert. Willkommen in Hamburg. Auch wenn hier gerade das Alemannia Aachen Logo im Hintergrund ist, lustigerweise. Aber in den letzten 5 Spielen sind sie ohne Niederlage rausgegangen. Zahlenspielchen interessieren uns natürlich nicht, ist ja gar keine Frage. Und vor allem als Aufsteiger nicht. Im Spiel gegen den HSV erwarten sie ein echtes Duell der Giganten. Wer setzt sich am Ende durch? Wir haben hart trainiert. Wir haben echt hart trainiert. Auf dem Papier sind der HSV und Alemannia Aachen ziemlich ebenbürtig. Okay, das ist ja eigentlich mal ein Kompliment. Wie werden sie das nächste Spiel angehen? Wir müssen eindeutig ein gutes Spiel zeigen. Wir müssen ein eindeutig sehr, sehr gutes Spiel zeigen. Die Jungs müssen sich im nächsten Spiel darauf konzentrieren, ihre Bestleistung abzurufen. So, und das hier, Jungs, könnte jetzt eine ganz interessante Nummer werden. Sage ich euch so, wie es ist. Das, was gegen Kaiserslautern passiert ist, Alter, dieses Stadion, Mann. Alter, diese Atmosphäre. Ich kann es in jedem Spiel sagen. Liebe, liebe Grüße an Slim und an die Kollegen, die den ganzen Patch machen. Absolut geile Leistung mit diesen ganzen Fanbanner. Ich wollte gerade sagen, das, was wir gegen Kaiserslautern abgeliefert haben, das darf uns heute nicht passieren. Auf gar keinen Fall, sonst sehen wir hier richtig alt aus. So, von den Rängen ertönt, nur hier regiert der HSV. Da habe ich ein bisschen was dagegen. Das ist das Topspiel, Hamburg gegen Aachen. Das ist der Spieltag, wo es wirklich jetzt schon um sau viel geht, irgendwie gefühlt. Ja, aber abgeblockt, oder? Nee. Winsheimer. Achtung. Panzo hat ihn. Konter läuft über Finn Ole Becker. Und da sind sie jetzt anfällig. Gerade 7 Minuten alt, die Partie. 7 Minuten alt. Achtung, Angriff. 1-0 Aachen, Dennis Dressel. Das ist das perfekte Dream-Start-Niveau für Alemannia Aachen. 7 Minuten hat's gedauert, um die Verteidigung vom HSV auszuhebeln. Und das ist ein Torwartfehler. Ulreich muss den haben. Wenn er in der Ecke steht, muss er den haben und greift völlig daneben. Ja, Dennis Dressel sagt Dankeschön. Das ist die 8. Minute. Es steht 1-0 auswärts beim HSV. Guck mal einer an. Was für ein Beginn. So, es sind jetzt 18 Minuten vorbei und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass ich in diesem Spiel unglaublich viele Passwege habe. Unglaublich, aber okay. Bei einer Dreierkette hinten bietet sich natürlich viel mehr Möglichkeiten, ist ja klar. Atuesta, Hinterseher und Panzo. Ganz, ganz stark vom Neuzugang Jonathan Panzo. Winsheimer. Panzo rennt Wanyoman hinterher. Und Panzo, Zweikampfsieger. Wunderbar, klasse gemacht. Wieder läuft der Konter über Dennis Dressel und über Max Svensson. Dressel, abgelegt. Svensson, 2-0. 30. Minute. Und Abfahrt zum Gästeblock. Es steht 2-0 in Hamburg. Und man muss es leider sagen, absolut verdient. Hamburg lässt sich auskontern. Ganz, ganz stark von Dennis Dressel. Macht eine absolut starke Partie. Und Max Svensson macht genau das, was ein Mittelstürmer machen muss. Und diesmal war Ulreich ohne Chance. Max Svensson, 2-0. Und so langsam muss sich der HSV mal was überlegen. Also die beste Vorstellung war das jetzt hier noch nicht. Beim HSV fehlt noch die Idee. Aber jetzt vielleicht Winsheimer. Klasse. Klasse geklärt. Mit Bösen sogar hinten in der Verteidigung. Ah, schade. Grätsche geht daneben. Hinterseher. Wieder geklärt von Jonathan Panzo. Absolut klasse Spiel vom Neuzugang. Doppelpass mit Becker. Jetzt, wo steht er? Ah, gibt keine Anspielstation. Oh, Dressel macht es stark. Dressel! Ganz, ganz stark zu Finn Ole Becker. Er steht 3-0. Mit der Hacke vorbereitet. Die zwei Neuzugänge von letztem Jahr. Die machen es einfach alleine. Kurz vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, was der HSV hier gerade macht. Aber auf jeden Fall ist das ganz, ganz schwach verteidigt. Der Hamburger Weg, sagt die Bande, ne? Also von Weg sieht das irgendwie nicht so aus. Was für eine gigantische Halbzeit. Und wieder ist es das zentrale Mittelfeld mit Dressel und mit Becker, was überzeugt. Leute, es steht 3-0 in Hamburg. Was ist denn hier los? Aber man muss einfach so ehrlich sein, auch wenn man sich diese Spielinfo, diese Statistik hier anguckt, ne? Hamburg hat zwar 92% Passgenauigkeit, aber da kommt halt nichts dabei rum. Und das bedeutet, dass das Außenverteidiger in die Mitte ziehen und
Der ZDM mit Ramon Terraz in die Verteidigung absinken, es funktioniert. Und das gegen den HSV, es funktioniert 1A bisher. 3-0, also das nenne ich mal eine Führung. Aber ich glaube, wir sind uns doch alles sicher, dass das jetzt 3 Punkte werden müssen, oder? Also sind wir uns doch alle einig. Ha, und Aachen kämpft. Die verteidigen mit Maus und man guckt mal, wie das jetzt auf einmal hier funktioniert. Jetzt auf einmal funktioniert's. Keiner redet mehr darüber. Keiner redet mehr darüber. So, es gibt jetzt Freistoß für den HSV und das ist eine gefährliche Position mit Duziak. Ich stelle Bartels mal auf die Linie. Achtung, Duziak. Duziak macht's nicht. Arthur ist da. Latte. HSV wird jetzt besser. HSV wird jetzt besser, aber das ist halt immer noch zu wenig. Und Jonathan Panzo, der macht ein gigantisches Spiel heute. Weiter Abwurf. Bösen. Bösen. Oh mein Gott. So, Hamburg wechselt gerade. Sonny Kittel kommt jetzt rein beim 3-0 Rückstand. Ist wahrscheinlich ein bisschen spät. Aber bei mir kommen auch nochmal 3 neue Leute rein. Wallenborn kommt auf der linken Seite, Rivas auf der rechten Seite und Retro Frei kommt für Max Svensson. Hat übrigens auch heute wieder ein tolles Spiel gemacht. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, guckt euch das doch mal an. Das, was der HSV da macht, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Dominik Auer. Auer! Und Ulreich Unheier auf der Linie. Eieieiei. Das hier... dieses 3-0 dabei rauskommt. Guckt euch das an. Dominik Auer. Guck mal, was für ein Platz da ist. Das ist Wahnsinn. Dominik Auer auf Reto Frei. Frei. Und fast das 4-0. Eieieiei. So, es ist völlig egal, weil das wird's gewesen sein. Der HSV mit einer absolut schlechten Vorstellung. Und das ist der ganz einfache 3-0-Sieg für Aachen in Hamburg. Eine absolute Vorführung, absolut. Ich meine, wenn wir auf die Bewertung gucken, gerade was das ZM abgeliefert hat, Finn Ole Becker, Dennis Dressel, die zwei, absolut überragend. Alemannia Aachen ist bislang in der zweiten Bundesliga ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Das ist sogar korrekt. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Dass wir jetzt seit 6 Spielen unbesiegt sind, hat gute Gründe. Glückwunsch, Alemannia Aachen hat sich im Spitzenduell durchgesetzt. Wie zufrieden sind sie? Tolles Spiel, Jungs. Kann ich nichts hinzufügen. Heute haben alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch? Ja. Ja, also, ja. Kompliment an den Gegner. Das war heute ein enges Spiel zweier ausgeglichener Teams, aber wir haben uns durchgesetzt. Ja, und man muss wirklich so ehrlich bleiben, ne? Also, ich würde mich wirklich damit zufrieden geben, wenn wir mit Union Berlin da gemeinsam so einen kleinen Marsch nach vorne machen. Also, daher... es läuft alles perfekt. Wir haben 12 Tore geschossen übrigens. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, und Svensson und Bösen haben beide 3 Tore gemacht. Das sehe ich jetzt gerade erst. Dennis Dressel übrigens 2. So, es wird Zeit, dass wir jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Und da kommt ihr jetzt wieder zum Vorschein. Denn die Abschlussberichte von Diego Valencia und von Nikolai Baden-Frederiksen sind angekommen. So, also Nikolai Baden-Frederiksen. Das ist also ein RM. Okay, das wäre also die Position von Dominik Auer im Prinzip. Da bräuchten wir im Prinzip erstmal niemand. Je nachdem, wie sich der entwickelt, vielleicht als Backup. Interessanter ist da aber schon Diego Valencia. Ja, das wird eng. Reto Frei ist 18 Jahre alt, großes Potenzial, hat schon 66. Na, wird eng. Der hat sich super entwickelt letzte Saison. Also könnte sogar sein, dass das so ungefähr ein Gleichstand ist dann mit Valencia. So, machen wir weiter, Jungs. Komm, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben einen guten Lauf. Wir sind noch ohne Niederlage. Wobei, ich darf es nicht beschreien, weil wahrscheinlich weiß ich genau jetzt, was dann wahrscheinlich passieren wird. Ich drücke jetzt einfach mal auf Schnellsimulation. Ah, nee, passiert nicht. Auer mit dem Doppelpack und Svensson trifft. Guck mal an hier, 3-1. Wir geben also weiter mit Union Berlin Vollgas. Auch die patzen nicht. Die sind einen Punkt vor uns. 18 Punkte und 17 Punkte. Wir marschieren mit denen mit. Und so langsam tut sich hier so eine kleine Lücke auf. Der HSV und Holstein Kiel kommen noch hinterher. KSC, ja, vergiss es. Könnte das tatsächlich ein Durchmarsch werden? Könnte das tatsächlich ein Durchmarsch werden? Das ist übrigens eine ganz wilde Aufstellung, was Darmstadt 98 hier gerade hat. Also das ist ja eine Fünferkette, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Aber okay. Das Merck-Stadion Böllenfalltor. Also gut, dann gucken wir mal. Auswärts in
Darmstadt, nächste Bewährungsprobe. Achtung, noch immer ungeschlagen. Ja, und wir bleiben auch dabei. Bösen wieder mit dem Doppelpack. So, und damit kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal verkünden, dass Vincent Bösen genau wie in der letzten Saison auch diesmal wieder ganz oben an der Torjägerliste ist. Aktuell 5 Treffer aus 8 Spielen gemeinsam mit Guido Burgstaller vom FC St. Pauli. So, das bedeutet auf jeden Fall jetzt mal fürs Erste. Union Berlin patzt einfach nicht. Das heißt also, wir müssen in der nächsten Folge hinterherziehen. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten zweiten Tabellenplatz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht. Immer noch ungeschlagen. 8 Spiele, keine Niederlage. Gut, den DFB-Pokal lassen wir jetzt einfach mal weg. Oh Jungs, ich wollte gerade eine Abstimmung für euch ankündigen. Aber ich glaube, wenn ich mir die nächsten 3 Spiele so angucke, ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass wir das Heimspiel gegen Union Berlin selber zocken, oder? Ich glaube, da sind wir uns doch, glaube ich, alle einig, oder meint ihr nicht? Also, 23. Oktober 2022 kommt es zum Aufeinandertreffen. Alemannia Aachen zu Hause gegen Union Berlin. Das wird das nächste Spiel werden. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr in dieser Folge dabei gewesen seid. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefällt, Daumen da lassen, Abo-Button klicken. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die diese Karriere so abfeiern. Und nicht vergessen, Kommentare schreiben. Lese ich sehr, sehr gerne. Ich beantworte auch eigentlich generell alles, wenn ich ehrlich bin. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dann zum nächsten Topspiel, diesmal gegen Union Berlin. Bis dann, macht's gut, tschüss, ciao. Reingehauen, auf Wiedersehen.